Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch aktuell die Servicefahrzeuge merchen könnt. Dafür braucht ihr auf jeden Fall einen Bunker. Ebenso natürlich auch dann halt die Autowerkstatt. Und dann natürlich braucht ihr in der Autowerkstatt das Auto, was ihr euch merchen wollt. Und ebenso braucht ihr halt noch Geld, denn ihr müsst euch das Auto, was ihr euch dann hinterher merchen wollt, müsst ihr euch dann auf jeden Fall kaufen, aber dazu kommen wir dann auf jeden Fall dann gleich. Wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Begibt euch zuallererst mal zu eurem Bunker. So, ihr müsst den Bunker nur einmal kurz betreten und könnt diesen dann auch ganz einfach wieder verlassen. Für mehr brauchen wir den Bunker nicht. Und jetzt begeben wir uns einfach wieder zu unserer Autowerkstatt. So, wieder jetzt in der Autowerkstatt angekommen, begeben wir uns jetzt in das Auto, was wir uns merchen wollen. Einfach in das Auto einsteigen, Steuerkreuz nach rechts drücken, um das Fahrzeug zu modifizieren. So, und jetzt einfach nur irgendwas an dem Fahrzeug ändern, was also völlig egal. Ich ändere jetzt gerade einfach kurz die Panzerung auf Kreis, einfach dann die Werkstatt dann wieder verlassen. So, begeben uns dann jetzt zu diesem Fahrzeug, was wir uns dann merchen wollen. Man hat ja hier vorne immer zwei Servicefahrzeuge immer drin. Die Fahrzeuge, die ändern sich auch immer regelmäßig. So, einfach zum gewünschten Fahrzeug sich da vorstellen, so dass ihr die Anzeige oben links bekommt. Und ja, jetzt einfach irgendeinen Job anfordern, egal von Gerald oder Simeon. Das ist eigentlich ganz egal, von wem ihr den Job dann anfordert. Ich fordere jetzt einfach mal gerade von Simeon den Job an, dann warten wir kurz, bis der Job ankommt. So, den Job dann einfach öffnen, bestätigen. Sind wir im Jobmenü angekommen, drücken wir jetzt einmal R1. Und in diesem Menü drücken wir jetzt ein bis zweimal Steuerkreuz nach rechts. Ihr könnt auch dreimal Steuerkreuz nach rechts drücken, das ist auch gar kein Problem. Aus dem Menü wieder rausgehen, Job verlassen. Und ihr seht, das Fahrzeug hat sich schon gemerged. Ja, um das Fahrzeug dann jetzt abzuspeichern, müssen wir es nun einmal dann kaufen. Einmal dann Viereck drücken, um das Fahrzeug zu kaufen. Dann einfach in irgendeine gewünschte Garage reinstellen, wo ihr das Auto drin haben wollt. Ja, ich stelle es dann einfach jetzt in die Autowerkstatt rein. Jetzt, damit das Fahrzeug jetzt angezeigt wird, gehe ich jetzt einmal ganz kurz aus der Autowerkstatt raus und gehe dann wieder rein. So, und jetzt drin angekommen, seht ihr, dass sich das Auto gematcht hat. Und ich kann euch jetzt auch mal ganz schnell mal noch ein weiteres Auto mal noch zeigen. Ich steige einfach in irgendein Auto ein, drücke dann wieder Steuerkreuz nach rechts. In die Fahrzeugwerkstatt reinzufahren. Also in den Bunker müssen wir jetzt nicht mehr. Den Bunker, den müssen wir nur ein einziges Mal betreten. Wieder irgendwas an dem Fahrzeug ändern. Ich ändere wieder kurz die Panzerung. So, Werkstatt wieder verlassen. Okay, dann begeben wir uns jetzt wieder zu diesem Auto, was wir uns dann merchen wollen. So, dass ihr wieder oben links die Meldung bekommt. Perfekt. Jetzt wieder einfach den Job öffnen von eben. Den Job von Simeon. Einfach wieder ins Jobmenü reingehen. Sind wir im Jobmenü angekommen. R1 wieder einmal drücken. Jetzt wieder ein bis zweimal die Steuerkreuz nach rechts. Habt ihr das gemacht? Müsst ihr eigentlich so ein Klicken hören. Einfach wieder aus dem Job rausgehen. Und ihr seht, das Fahrzeug hat sich wieder gemerged. Und um das jetzt wieder abzuspeichern, einfach wieder auf Viereck, um das Fahrzeug zu kaufen. Dann wieder in eine gewünschte Garage reinstellen. Ich stelle es einfach gerade wieder hier in die Autowerkstatt rein, überschreibe einfach gerade den Easy, den brauche ich eh nicht mehr. So, jetzt steht das Fahrzeug noch nicht da hinten, damit es angezeigt wird, gehe ich einmal ganz kurz aus der Autowerkstatt raus, gehe dann wieder rein und bin ich jetzt wieder drin angekommen, seht ihr, dann hinten steht das neue Auto. Und das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.